Bei 1,5. Aber nicht von ihm 8, oder? Doch, von allem. Ich muss halt echt eigentlich warten. Hä? Was? Oh Gott, was ist das denn? Was ist denn mit dir kaputt? Ich kann nicht mehr. Ey, warte mal, die Felgen sind immer noch nicht drauf bei mir, ja? Scheiß doch mal auf die Felgen, die sehen gut aus. Super, oder, geil. Warte mal, sind die bei dir drauf? Also, ich hab meine Augen sind geladen, glaube ich. Tony Montana, ja. Auch als schweigendes Lamm. Immer noch. Tony liegt, glaube ich, gerade präsent. Und die Sinne sind noch beisammen, ja. Auch wenn die Scherben auseinandergeflogen sind. Du, okay, Daddy, bist dann ist gleich, ja. Und bleibst. Jetzt sagt sie vom Baby zu Daddy, sie ehrlich? Denkt jetzt. Oh mein Gott, Tony, du bist so ein Genie. Oder ist sie einfach nur dumm? Ist sie dumm oder bin ich gut? Ich muss ihm beides, zuhören, beides. Sie ist dumm und ich bin so gut. Stimmt. Und versucht es zu retten, indem er in seinem Selbstgespräch irgendwas über mich sagt, weil dann könnte er es vielleicht retten und dann lösche ich deine Nummer und rufe dich nie wieder an. Ich bin so gut. Muss man dafür schon gut sein? Nein, oder ist das? Meine Cousine noch an. Ist das Fahrlässigkeit? Fahrlässiges Selbstverstümmeln ist das. Verstümmeln. Gehst du gerade wirklich nicht ans Handy? Bitte? Bitte? War ja gar nicht ich. Gut zum Hören. Nee, aber ich im Gegensatz zu dir putz mir wenigstens die Ohren, ja? So, ey, das Ding ist, ich muss mir nicht mal die Ohren putzen, ich höre auch so gut im Gegensatz zu dir, weil ja, du bist es gewohnt, was bei dir produziert wird, ist eh nur Müll in deinem Kopf. Ja? Du hast verloren, Sonny. Nee, das hat erst angefangen. Du versuchst es immer nur zu retten. Überhaupt du antwortest nicht. Nur, verstehst du? Nee, gar nicht. Ich kann auch attackieren. Ja, Mann. Ja, jederzeit. Ey, wie viel kostest du? No money, no funny. No money, no funny, bunny, honey. Aber ich hab money, also funny. Ja, aber leider bist du hässlich. Ich muss keine Maske tragen im Gegensatz zu dir. Ja, weil die bei dir nichts mehr bringen würde. Bei deinem schlechten Klamottenstil wird die wahrscheinlich alles wirklich nur noch schlimmer machen. Ich bin Trendsetter, ja, im Gegensatz zu dir. Ich bin Trendsetter. Nur noch 15. Das hast du... Oh. Null ist vor dein Dings, dein Status null. Mhm. Ja. 8 für unendlich, das wiederholt sich ständig. Das heißt, du wirst niemals mehr als null sein. Du bewegst dich ständig im Kreis als null. Ja. Möchtest du mir noch was sagen? Oh. Hebt mein Hut auf. Nee, da würde ich mich ja auf... Dann würde ich ja vielleicht noch deine Ehre finden. Das will ich ja nicht, weil die ist ja auch genauso tief auf dem Boden, ne? Also du bist genauso langsam wie dein Hirn, ja? Weißt du das? Kannst du nur so langsam aufnehmen oder geht ein bisschen schneller? Kannst du rechnen? Damit du hinterher kommst, glaube ich, langsam. Nee, ich passe dich ja nur deinem Denkvermögen an. Warte mal. Oh, ich krieg einen Anruf. Soll ich ans Telefon? Hallo? Oh, hier, Alvaro sagt, du bist wach so. Da muss ich mich ja kurz mal melden hier. Ja, yeah, also bitte. Hast du was getrunken? Hast du was getrunken, oder was? Nein. Nein? Wir sind hier ein bisschen am Pier, trinken was ein bisschen. Hast du was getrunken, oder was? Nein. Nein? Wir sind hier ein bisschen am Pier, trinken was ein bisschen. Robin, ich soll dir einen Gruß sagen von Sonny Montana. Ach, du weißt nicht, wer er ist, Sonny Montana? Oh. Noch nie gehört. Ja, muss man nicht. Der ist hart. Der war hart. Der war ein bisschen härter, ey. Gestern oder so, da bin ich in den Würfelpark gelaufen und einer kam. Ich habe meine dämonische Stimme klingen lassen. Durch die Gasse. Dann kam der zu mir und hat gesagt, bitte, sprich noch einmal, hat er gesagt. Und dann habe ich noch einmal geredet und ich sag, bist du Sonny Montana? Ich habe schon vieles von dir gehört. Dein Geist ist präsent. Mir gehört diese Insel. Es ist einfach langsam klar. Mir gehört leider diese Insel. Mir gehört leider diese Insel. Ich bin Sonny Montana. Such deine Mama. Ey. Hat dein Robin zufällig lila Haare oder pinke oder was? Sag dem Robin mal, der Pool ist vorgeheizt. Consuela, ein Whisky on the Rocks bitte. Ja? Yeah? Kommen Sie bitte? Also, hey. Wo man kommt? Aber so, ich als Außenstehende, vielleicht bin ich auch in dem Punkt zu kühl. Also, das mit dem Kühlen kann man ändern. Das kann man sehr schnell ändern, ja, das stimmt. Ich mach dir ein Angebot, was du dich ablehnen kannst.
Okay. Dann auch herzlich willkommen natürlich noch an Caitlin im Pool der Wahrheit. Im Pool der Wahrheit? Ja. Okay. Diesem Pool wird nicht gelogen. Weiß ich schon wieder zu viel? Negativ, sehr, sehr negativ. Ah. Ich bin richtig sauer. Ich bin zu gut, ich bin einfach zu gut. Ich bin mir einfach nur sicher. Ich weiß, wer am Telefon ist. Es gibt zwei Optionen, wer am Telefon ist. Entweder Robin oder entweder keiner oder Caitlin Jenner. Es kann nur Caitlin sein oder keiner. Wenn ich die Nummer von Caitlin Jenner hätte, dann... Dann wird dir wahrscheinlich auch ein wachsen, ja. Beauty-Marke rausgebracht. Ja. Boah, aber 25% lohnen sich schon bei 1,6, gell? Sind noch 400k oder bin ich dumm? Ja, ist richtig. Ja, gell? Ist gut. Was geht? Guck mal auf dein Handy. Hi. Hi. Meld dich bitte dringend. Was geht, Bruder? Was passiert? Warte. Merkst du was? Du bist die ganze Zeit besetzt, Sonny. Hä? Ich hab doch gar nicht. Ich bin gar nicht in dem Anruf. Wir standen die ganze Zeit Dings am Dings tunen. Warum? Was los? Was war los? Was passiert? Was ist passiert, Digga? Ich brauch deine Hilfe. Hä? Ja, Bruder, ich war am Autotune. Ich hab eine Verwirrte beim 1-7 stehen. Was? Eine was? Verwirrte. Wie ist die da hingekommen? Ne, die haben wir da hingebracht. Ich will Sonny reden. Wer ist das? Nein. Sorry. Lia. Ja. Ach so. Gieß durch, Junge. Warte mal, nein. Wohin? Hat er jetzt gesagt, ich kann gehen? Nein, gell? Ah, guck mal da. Wie, was hab ich gesagt? Hallo? Warte mal, die Felgen haben wir vergessen, aber, gell? Felgen sind noch drauf. Nee, ja, bei mir nicht. Felgen. Ey, ich hab mein i8 jetzt so heftig gemacht, gell? Was habt ihr gesagt? Was hat irgendeiner irgendwas Cooles gesagt, gell? Sorry. Ja, Tolga? Hast du den Funk gehört? Nee, ich höre nicht den Funk. Ein Auto wäre so, ich hab gesagt, ich hab Dark vom Anni runtergeschickt, ne? Die kommt nicht auf den Saal. Wenn Sonny ein Auto wäre, würde er so aussehen. Via Dark? Ja. Ja, Nikolai steht schon hier. Irgendwas ist mit der. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hab die runter von unserem Anwählen geschickt, ne? Weil die ist hier irgendwie auch noch von unserem Anwählen. Ich glaube, er braucht einen Wingman. Die kooperiert mit Bullen. Nee, ich will nicht. Was braucht der? Was macht die? Die kooperiert mit Bullen. Nee, aber braucht Hilfe. Mit Bullen? Ja, mit Start. Dann lass sie mal. Ja, keine Ahnung. Die ist auf jeden Fall hier auf dem Anwählen rumgelaufen. Okay. Warum ist mein Bruder immer so lost? Hallo, Sonny! Wollte ich nur kurz erwähnen, ne? Dass sie dann sich bei dir ich rede mit dir! Kann. Ja, ich höre dich doch. Ja, okay, Tolga, alles klar. Alles klar. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. So, was ist jetzt, was habe ich denn jetzt schon wieder verbockt? Diese Familie, geil. Doch, von allem. Ich muss halt echt eigentlich warten. Hä? Was? Oh Gott, was ist das jetzt? Was ist denn mit dir kaputt? Ich kann nicht mehr. Ey, warte mal, die Felgen sind immer noch nicht drauf bei mir, ja? Scheiß doch bitte auf die Felgen, die sehen gut aus. Oder, warte mal. Ja, okay, Nikolai, was geht? Um was ging's jetzt? Was ist los? Drück ab, bitte. Drück ab. Ja, warte, ich nehme dir erstmal die Knarre weg. Gib mal her. So. Ich drück ab. Also. Nee, ich hab die weggenommen, so. Die ist da und maximal verwirrt. Die hat irgendeine OP am Kopf gehabt und du musst ihr bei in Erinnerung helfen. Was doch ein prima Vorbild. Warum darf ich sie dabei? Bei Sonny Kenntnisse über etwas hat. Sonny hat Wissen. Wenn du nicht gerade los bist, Mann. Ich hab Sonny gewonnen. Ich hätte die fast abgeknallt. LSC, komm zum LSC, der kann hier nicht weg. Ey, bitte, guck nach dem Gutschein, bitte. Nee, mir fehlt gar nichts, aber... Was, beides 1,6? Ich bin relativ kann nicht fahren. Ich kann. Wo hast du Auto was geht, was geht, ja? Was geht, ich will da ruf nicht du weißt doch, in Russland hi, kommst du dir nicht. Ja, ich war gerade Autostune, sorry, Mann, ehrlich sogar, ja? Ich war gerade echt blöd. Sorry, ruf mich nachher einfach an, bevor ich gleich jemanden ja, bringe. Wir können ihn in 2 Stunden abholen, ja? Ganz kurz mal. Entschuldigung. Verpiss dich von mir, sag ich jetzt schon mal. Verpiss dich einfach von mir. Verpiss dich einfach von mir. Von vorne rein, verpiss dich von mir. Verpiss dich von mir. Oha. Ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn ich sage, verpiss dich von mir. Was für ein Problem haben wir? Ich kenne dich nicht. Dann sag ich, verpiss dich von mir. Zu Ende drehen, bitte. Selfie, machen das doch. Boah, ey, scheiß. Ey, ich ey, ich kenne ey, dich nicht. Psst. Wer bist du? Was haben wir für ein Problem? Ich muss nicht zu Location wechseln. Sag's ihr doch. Piss dich einfach von mir, wo das ist. Tolga, ey, Tolga ist echt pissed. Sag's, Tolga. Ich weiß auch nicht, was es geht. Willst du sagen? Ich bin mit dem Start, Alter. Ah. Ach, das Gerücht wieder. Piss dich, Alter. Hast du mich gerade angespuckt? Okay, das. Ja, wenn du mit dem Start kooperierst, dann darf er das eigentlich, ne? Achso, nur so nebenbei, ne? Auch als Beweis habe ich die Akten von ein paar Freunden von mir wohnen bearbeitet. Mit dem sie zufällig war. Hat sie uns verraten, oder was? Nö, also von einer Bekannten von mir stand zuerst drin, dass sie 187 ist in der Akte, dann auf einmal Zivi, dann auf einmal was anderes, so komischerweise immer mit dem, also mit der Person, mit dem sie war. Ach, sie ist so V-Mann unterwegs, mäßig. Yep. Also, ehrlich jetzt? Spaß, ne? Ich hab gesagt, bevor ich jemanden umbringe, verpiss mich. Ehrlich jetzt? Ja, ist von ehrlich. Oh. Ja. Genau das, was ich sagte vorhin. Genau das, was ich sagte.
Okay. Moment, Hier gibt's was zu klären, oder?